Jo, hallo und Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Oberkommando. Wir spielen Civilization 5 und wir feiern mit unseren Brasilianern Karneval in Rio am Zuckerhut und möchten gerne einen Kultursieg erringen. So, und letztes Mal hat uns ja die gute, was die Käthe oder die Dido auf jeden Fall gewarnt, dass der Pocatello Pläne gegen uns schmiedet. Ja, und er stellt sich hier schon wieder so höchst verdächtig auf. Ja. Gut, und da wird uns vielleicht eventuell irgendwann jetzt mal was erwarten. Gut, ich würde sagen, hier sind wir gut ausgerüstet mit Gatling-Kanonen. Da oben könnten wir noch eine hinstellen. Beziehungsweise hier. Hier ist sowieso alles ziemlich safe, würde ich sagen. Ja. Ja, Pocatello. Unsere Verteidigungsbündnisse müssten ja noch bestehen. Aber ich schau mal vorsichtshalber nach. Aktuelle Vereinbarungen. Verteidigungsbündnis. Endet in Runde 223. Oh. Ach hier, warte mal, da muss ich von unten runter gehen. Die gilt noch. 255, okay. Also wir sind noch ausgerüstet mit Verteidigungsbündnissen. Eventuell kann man ja Dido davon überzeugen, Dom. wenn die ohnehin schon Pläne gegen ihn schmiedet, dass sie schon mal, ja, Shamazan. so ein bisschen. Die Bertha? Komm, Pocatello. Anukhashav di berwayadati. Tisufa lata. Luxusgut verbieten? Nein, ja gut, das können wir machen. Pferde, Eisen brauchen wir eh nicht. Gold pro Runde 4, Gold 13. Jo. Alu, haben wir genug? Dann würde ich sagen, leg mal los, Tito. Ball. So, viel Spaß, Pocatello. Tja, so macht man Weltpolitik, liebe Zuschauer. Wenn man merkt, dass der Gegner an den eigenen Grenzen aufmarschiert, einfach den jeweiligen Nachbar davon überzeugen, doch mal präventiv loszuschlagen. Ne? So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob er seine Truppen gleich zurückzieht. So, und gucken wir mal, was er macht. Ah, jetzt hat er unseren Handelsweg natürlich geplündert. Ah, hier wird immer noch Krieg geführt. Ah, hier ist noch eine Altertumsstätte. Das werde ich gleich mal nutzen. Wo ist er denn? Wo sind Sie, Herr Architekt? Architekt, Archäologe. Ich habe den doch irgendwo, habe ich den nicht irgendwo pennen lassen? Ach, hier. So. Dann fahr da mal hin und buddel. So, du gehst in Stellung. Ja, hier unten brauche ich glaube ich nicht mehr gucken. Dann fährst du mal hoch. Handelsweg geplündert. Okay, da kann man nichts machen jetzt. Hier habe ich ja immer noch. Naja gut, der soll immer noch warten. Vielleicht entdecke ich ja doch noch eine Küstenstadt. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Und Gustav Adolf hat dem Pocatello auch den Krieg erklärt. Ja. Yeah. Macht ihn platt. So, du buddelst. Du segelst da hoch. So, jetzt will ich aber hier auch mal Ergebnisse sehen in dem Krieg, ja? Und nächste Runde. Kriege mögen mit Waffen ausgetragen werden, doch sie werden von Männern gewonnen. Es ist der Wille der Männer, die Folgen
und des Mannes, der sie führt, der den Sieg bringt. George S. Patton. Ja, wieder ein sehr kluger Satz. Jetzt können wir Kavallerie errichten, eine Militärakademie bauen und das Brandenburger Tor. Ein großer General. Wenn wir den hätten, könnten wir natürlich Pocatello wieder ein bisschen auf die Eier gehen. Und uns wieder in seine Richtung ausdehnen. Wobei, haben wir denn aktuell eine sinnvolle Position? Ja, hier wäre halt ziemlich lustig, ne? Dann hätten wir quasi seine Stadt hier direkt schon umzingelt, könnten da direkt Einheiten platzieren. Und die Stadt wäre abgeschnitten vom Rest. Oder doch hier? Ja, nee, aber ich lass das mal. So, Krieg. Die möchte Kupfer, Porzellan möchte jemand verbieten lassen. Jetzt möchten sie plötzlich alle irgendwelche Luxusressourcen verbieten lassen. Nee, das wollen wir doch nicht. So, und jetzt, genau, jetzt können wir gucken, ob es hier was Cooles gibt, was uns weiterbringt. Plus zwei Lokale pro Gerichtsgebäude. Das braucht man nicht. Goldunterhaltskosten reduziert, das wäre nicht schlecht. Plus 5 Nahrung. Naja, gut, das bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel. Oh, brauchen wir da irgendwas? Ja, da hätten wir halt zusätzliche Zufriedenheitsgebäude, ne, wenn wir das da oben einführen würden. Das wäre also wahrscheinlich nicht schlecht. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Hätten wir ein bisschen mehr Gold. Ich mach das mal. Dann müssen wir eben diese Gebäude noch errichten. Aber wir haben dann auf jeden Fall mal zusätzliche Zufriedenheitsgebäude. Weil momentan sieht's da nicht allzu toll aus. Und was habe ich da überhaupt gerade gesehen mit Dissidenten? Wir haben 7 Dissidenten. Kann man irgendwas damit machen? Kann man die irgendwie verschwinden lassen oder so? Ich meine, immerhin sind wir eine Autokratie, da muss doch sowas möglich sein. So. Du schipperst mal weiter. Warum haben die hier keine Küstenstädte? Mach mich fertig. Hier können wir noch buddeln. Okay, gut zu wissen. Und nächste Runde. Sehr gerne. So, du hast das gebaut. Gut, jetzt können wir hier in der Wüste noch Sachen errichten. So, komm jetzt. Ja, hier ist doch Nobamba. Da kann ich doch jetzt ein Schiff hinschicken, oder? Oh, das ist zu weit. Wahrscheinlich, ne? Nein, es ist nicht zu weit. Wuhu! Sehr gut. Check. Das heißt, wir bekommen jetzt hier einen zusätzlichen Bonus durch gemeinsamen Handelsweg. Boah, und das wird noch so schwierig, den hier aufzuholen. Bei den Zulu haben wir es gleich geschafft. Wobei, da sind wir schon drüber. Nee, noch nicht, aber gleich. Aber das hier, das wird echt noch... Tja, da müssen wir dann wohl mal ein paar Musiker dann rüber schicken, die da ein bisschen Konzertreisen machen. Dann kriegen wir das vielleicht hin. So. Und wir sind Sidon begegnet. Ein militärischer Stadtstaat. Oh, hat Edito tatsächlich jetzt eine Stadt von ihm eingenommen? Ich glaube schon. Das gefällt mir natürlich. Ja, sie hat Duckwater eingenommen. Sehr gut gemacht, Dido. Wenn du noch eine Stadt einnimmst, das wäre super.
Und du baust mir hier genau in den Handelsposten. Hier ist noch ein Archäologe fertig. Wo wollte ich den hinschicken? Ah ne, hier ist jetzt auch schon einer. Da habe ich einen hingeschickt. Da habe ich, glaube ich, auch schon einen hingeschickt, ne? Haben wir noch irgendwo was? Ah, hier können wir noch buddeln. Im Gebiet des Polen. Ach, da hat er doch bestimmt nichts gegen, oder? So, buddel. Und jetzt bräuchten wir noch einen Handelsweg zum Schweden. Oh, hier können wir auch noch buddeln. Yay. Und wir haben die erste einflussreiche Kultur. Das heißt, jetzt müssten wir, genau, den Sulu einmal einflussreich. Dominant. Was bringt uns denn dominant überhaupt? Ah, hier sehen wir mal, was das überhaupt bringt. Das bringt ja sogar was. Das wusste ich gar nicht. Ich schäme mich. So. Jeder Handelsweg zur beeinflussten Zivilisation plus 3 Wissenschaft. Okay. Ja. Ja, es ist nicht so toll. Aber kann man mal mitnehmen. So, und für den Kultursieg brauchen wir genau 6. Wir müssen bei 6 Leuten einflussreich sein. Aber Konkurrenz haben wir jetzt, glaube ich, nicht so direkt, ja. Aber wird auf jeden Fall schwer genug. Okay. Dann schauen wir in die nächste Runde. Und hier gibt's wieder Krieg, Krieg, Krieg. Und der Kreml wurde von Katharina vollendet. Das passt doch mal. Lustig. Unser Volk kauft nun eure Blue Jeans und hört eure Popmusik. Ich mache mir Sorgen, dass sich der Rest der Welt auch dem Einfluss eurer Kultur hingeben wird. Tja, Schaka, uns kann eben niemand widerstehen. Oh, Russland ist jetzt auch autokratisch. Das Volk der Zivilisation Russland hat aufbegehrt und ihr Staatsoberhaupt dazu gezwungen, die Ideologie Autokratie anzunehmen. Cool. Das ist doch schön. Ah, hier ist der Schwede. So. Karawane, du bist nach Rio gegangen, du kannst das wieder tun. Produktion wählen. Was brauchen wir nochmal für das Eremitage? Da muss ich nochmal kurz nachgucken. Das hatte nämlich irgendeine Voraussetzung. Eremitage. Ah, halt. Eremitage. So. Opernhäuser. Glaube ich. In jeder Stadt. Genau, dann baust du mir ein Opernhaus, dann passt das. Seehafen bringt jetzt direkt nichts. Schmiede, okay. Auf jeden Fall. Ja, dann können wir auch mal ein bisschen Glauben produzieren. Ach, Kaserne gibt ja Zufriedenheit jetzt. Das bauen wir dann auch. Und Uni von Oxford Fort können wir jetzt bauen. Okay, merke ich mir. Und noch eine Windmühle. So, jetzt ist die Liebe auch autokratisch. Sehr schön. Das bedeutet, wir brauchen unseren Diplomaten eigentlich gar nicht mehr. Wo könnten wir den denn einsetzen? Na, der ist auch autokratisch, der Pole. Okay, dann können wir den einen Diplomaten, den wir vorher in Russland hatten, jetzt eigentlich einsetzen zur Spionageabwehr in Rio. Also du gehst jetzt nach Rio zur Spionageabwehr. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Ja.
Wir alten Autokraten unter uns. High five, liebe Käthe. So. Wie ist jetzt denn hier mit dem Krieg? Oh, wow. Wow. Ganz viele Panzerschiffe. Heidewitzka. Will der zum Schoschonen? Ich hoffe doch, dass er nicht zu uns will. Das wäre gewissermaßen etwas deprimierend. So. Oh ja. Jetzt ist sie gerade dabei, Gossiute zu belagern. Sehr gut. Und Pocatello sieht auch nicht ein, warum er die Einheiten hier zur Unterstützung abziehen sollte. Tja, mal sehen, was du davon hast. Und Archäologie. Wir haben ein schoschonisches Artefakt entdeckt. Yay. Und haben wir jetzt auch noch... Nee, den Bonus hatten wir ja schon. Kunst desselben Zeitalters, derselben Zivilisation. Shoshone im Mittelalter. Brasilien Renaissance. Brasilien Mittelalter. Brasilien Antike. Brasilien Moderne. Brasilien Moderne. Das passt. Shoshone in Antike. Wenn wir das mit dem tauschen, bekommen wir dann... Nee. Nee, das passt noch nicht. Das passt leider noch nicht. Und wir haben jetzt auch gar keine Plätze mehr. Sehe ich, das heißt, die anderen, die buddeln jetzt wahrscheinlich gleich umsonst. Oh weh. Da muss vielleicht doch noch ein Museum her. Ob wir das rechtzeitig fertig kriegen? Das bezweifle ich jetzt mal. Ja, machen wir so. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Und nächste Runde. Sobald der Mensch entscheidet, dass alle Mittel recht sind, um ein Übel zu bekämpfen, unterscheidet sich die Absicht nicht mehr von dem Übel, das es zu zerstören galt. Wieder ein sehr weiser Satz von Christopher Dawson und wir können jetzt die Artillerie bauen. Und es wurde wieder ein großer Musiker geboren. Boah, Alter, schau dich das an. Ich komme hier nicht mal raus. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass der Schwede offensichtlich irgendwo eine Küstenstadt haben muss. So. Und ich würde sagen, eigentlich kann ich die doch jetzt mal auf so eine Konzertreise schicken. Und zwar nach Polen und nach Karthago. Also, dann gehst du mal hier hin. Und du schwipperst nach Warschau. Und dann schauen wir mal, was das bringt überhaupt, ja? So, und jetzt können wir hier Abgeordnete einsetzen. Und wir haben ihr verboten, dass wir hier... Ach so, wir haben das schon versprochen, also müssen wir das gar nicht mehr einstellen. Nee, Luxusgut verbieten, Kupfer wollen wir auch nicht. Das will ich nicht. Und weiter geht's. Ah, er konnte den Angriff offensichtlich abwehren. Oh nein. Jetzt durchgegangen, jetzt sind wir wieder unzufrieden. Ah, und hier ist jetzt eine Stadt. Sehr schön. Und Washington? Gab es in dem Spiel vielleicht mal die Amerikaner? Und die existieren jetzt gar nicht mehr? Das kann sein. Tja, da haben wir eine Zivilisation komplett verpasst, offensichtlich. So. Oder wir haben sie nur noch nicht entdeckt. Nee, das glaube ich nicht, sonst steht sie ja nicht mehr hier. Okay, Pocatello, offene Grenzen.
Magst du das nochmal machen? Mag er nicht? Na gut, dann halt nicht. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir mal irgendwie unser Kupfer hier ersetzen durch was anderes. Ah, willkommen. Wo haben wir unser Kupfer überhaupt herbekommen? Ich glaube vom Shaka wahrscheinlich, oder? Gilt der Handelsvertrag jetzt noch so lange? Das wäre natürlich doof. So, du brauchst jetzt hier auch noch einen Handelsposten. Dum-dum-dum. Und ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass die 20 Minuten auch schon wieder vorbei sind. Deswegen lege ich jetzt hier wieder ein kleines Päuschen ein, verabschiede mich von euch, hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Oberkommando, wir spielen Civilization 5 und wir feiern Karneval am Zuckerhut. Macht's gut, bis bald und Servus.